Wenn du in Gefangenschaft bist, wenn du bedrückt bist, wenn du unter der Knechtschaft bist, sei es jetzt im wortwörtlichen Sinn, wenn man zum Beispiel mit Kriegsgefangenen von früher spricht, die im Zweiten Weltkrieg noch in Gefangenschaft waren, aber auch mit Menschen, die seelisch bedrückt sind, die einfach niedergedrückt sind mit ihren Sorgen, Ängsten, Nöten, mit ihren Süchten, all das, was sie haben, dann hast du in der Regel eine Aussage. Sie wollen davon befreit werden. Sie wollen rauskommen aus diesen Gefangenschaften und Nöten. Das Problem ist, dass es manchmal überhaupt nicht möglich ist, dass Menschen da selbst rauskommen. Ja, wenn du in Gefangenschaft bist, dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass du dich daraus selbst befreien kannst. Und das ist auch im seelischen Bereich genau dasselbe. Oft geht's nicht. Wir reden hier in der westlichen Welt, jetzt für uns betrachtet, nicht so sehr von der körperlichen Gefangenschaft. Gell? Wir haben es da wirklich sehr gut. Aber Menschen sind oft, ob sie es merken, nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, sie sind einfach gefangen. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch hier ein Gefangener des Teufels ist. Und wenn du in dieser Welt mal rumguckst, wenn du mit offenen Augen rumgehst, dann siehst du auch diese Auswirkungen. Du hast Menschen, die sind umhergetrieben, sie sind ruhelos, sie sind in ihren Süchten verstrickt, sie sind in ihren Ängsten, in ihren Depressionen, in Abhängigkeit. All das sind Auswirkungen letztendlich dieser Gefangenschaft hier auf der Erde. Das ist das eine, oder du siehst die Menschen eben in ihrem Wahn der Selbstliebe, der Selbstverwirklichung. Das sind Auswirkungen einfach der Gefangenschaft. Und das merken die Leute nicht. Gell? Und im Grunde genommen, wenn die Menschen aber ehrlich sind, wenn du sie auch ansprechen würdest darauf, wie ist es in deinem Zustand, was möchtest du gern, dann würden sie, wenn sie ehrlich sind, sagen, wir möchten nur eins, wir möchten Befreiung daraus, wir möchten endlich Frieden, wir möchten den Lebenssinn haben, wir möchten einfach zur Ruhe kommen. Befreiung von Gefangenschaft. Das ist etwas, was sich das Volk Gottes, die Israeliten damals, als sie in der Gefangenschaft in Ägypten waren, von ganzem Herzen gewünscht hätten. Aber das Problem war, sie kamen dort aus eigener Kraft, konnten sie sich nicht befreien. Aber das Gute ist, sie hatten jemand, der sie befreite. Nicht weniger als der lebendige Gott war hinter ihnen. Und wir wollen heute anhand von 2. Mose 12 schauen, nicht nur was damals an Befreiung möglich ist, war, sondern was heute für uns auch an Befreiung möglich ist. Wenn jetzt jemand von euch sagt oder denkt, dann sagt vielleicht in seinem Innersten, ja, was hat uns das Alte Testament schon noch zu sagen für meine Nöte heute? Wisst ihr, das Alte Testament ist letztendlich ein gewaltiges Werk. Alles, was du dort liest, was Israel damals im Fleisch geschehen ist, passiert den Geistlichen heute im Geistlichen. Ja? Also das, was Israel damals im Fleisch geschehen ist, ist ein Bild für uns, was uns heute im Geist geschieht. Und wenn man es mal profan ausdrücken wollte, dann könnte man sagen, das Alte Testament ist ein Illustrationsbuch. Es zeigt uns auf, was uns heute im Geist geschieht. Und das ist, denke ich, was ganz Wichtiges. Und heute soll das Thema sein, Befreiung aus der Knechtschaft des Teufels und der Welt. Und wir wollen im Alten Testament anhand von 2. Mose 12 mal schauen, einmal anhand von Israel. Was war denn ihre Ausgangslage? Was war ihr Neuanfang? Und dann das Wichtigste, denke ich, was heißt es für uns? Wie wurde Befreiung letztendlich möglich und wie können wir das heute zur Anwendung bringen? Das soll uns heute umtreiben, Befreiung aus der Gefangenschaft. Und das ist eine Botschaft, die gilt nicht nur Menschen, die Gott noch nicht haben, denn ich denke, das ist eindeutig, die brauchen auf jeden Fall Befreiung von dieser Welt, von Satan, von ihrer Sünde, aber es gilt auch für den einzelnen Gläubigen. Gell? Auch die Gläubigen sind nicht perfekt, wenn sie zu Christus kommen, sondern auch sie haben noch Ängste, Sorgen, Nöte, Bindungen, Kampf mit der Sünde, wie wird man davon befreit? Und das wollen wir uns heute anhand von 2. Mose 12, nämlich dem Passa, anschauen. Ja, wollen wir in den Vers 1, 2. Mose 12 in Vers 1. Da spricht Gott nun, ich lese mal den ersten Vers, da heißt es, und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach. Das heißt, hier sind wir jetzt nun
ein paar tausend Jahre zurückversetzt ins Land Ägypten. Gott spricht zu Mose und Aaron, die Führer des Volkes Israel, und er spricht zu ihnen in die Situation von Ägypten. Ägypten damals, das Volk Israel ist ja mit Josef, der ja nicht sehr freiwillig nach Ägypten kam. Er war dort unter den Ägyptern, dem Pharao. Seine Brüder sind später dann gefolgt. Und das Volk Israel war in Ägypten eigentlich, ihnen ging es erstmal gut, denn der Pharao war dem Volk sehr wohlgesonnen. Gell, aber als Josef dann starb, als der Vater dann starb und auch als der Pharao starb, da kam ein neuer Pharao zur Regierung und der war dem Volk überhaupt nicht mehr wohlgesonnen. Dieser neue Pharao hatte nur eins im Sinn, er möchte das Volk Gottes kaputt machen. Er möchte es zerstören, er möchte ihnen Lasten auflegen, dass sie nur fern von Gott sind, sich nur noch mit sich selbst beschäftigen und letztendlich den wahren Gott nicht anbeten können. Ägypten im Schattenbild, und das haben wir vorhin in der Lesung gehört, als wir das gelesen haben vom Ottfried. Das Neue Testament spricht letztendlich in Schattenbildern. Und jetzt sehen wir hier, Ägypten ist ein Schattenbild für diese Welt heute. Ein Ägypten steht für die Gott feindlich gegenüberstehende Welt. Und du siehst jetzt, dass das Volk, so wie wir heute, in diesem Ägypten sind, in diesem feindlichen, in dieser feindlichen Welt. Und die feindliche Welt ist letztendlich, wenn du das hier siehst, einfach auf den Sündenfall zurückzuführen. Gell, 1. Mose 3, der Erdboden ist verflucht worden. Im Angesicht deines Schweißes sollst du nun arbeiten. Krankheit, Leid, Mord. Wir haben wenig Harmonie zwischen den Menschen, manchmal auch wenig Harmonie zwischen den Gläubigen. Das heißt, du merkst hier in dieser Welt, da ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Du siehst letztendlich, wir haben hier genau das, was die Israeliten damals in Ägypten hatten. Bedrückung, Not, Ängste, Sorgen. Und wer hat das alles angefacht? Das war der Pharao. Der Pharao steht in der Bibel als Bild für den Teufel. Ja? Der Pharao ist der König von Ägypten. Und wer ist der Herrscher, der König dieser Welt heute? Es ist der Teufel, Satan, sagt die Bibel ganz klar. Und der Satan ist letztendlich, er ist ein Treiber, er ist ein Verführer, er ist ein Madigmacher, er ist ein Lügner und Lästerer und er bringt die Leute letztendlich zum Abfall. Er möchte nur eins, dass sie bedrückt sind in ihren Sorgen, Ängsten, Bindungen und dass sie nicht das eigentlich leben, was Gott für sie vorgesehen hat, nämlich Friede mit Gott. Und ich habe es gerade schon gesagt, das merkst du heute in dieser Welt. Die Menschen haben Ängste und Sorgen, Nöte. Sie sind in Depressionen. Ihr könnt gar nicht glauben, wie viele Menschen heute in Ängsten leben, in Angststörungen, in Depressionen. Und es kommt als erst immer dann raus, wenn du sie mal, ja, du brauchst sie gar nicht drauf ansprechen. Meistens merkst du dann erst im Gespräch, da läuft nicht alles richtig. Gell? Und du merkst einfach, sie sind wie im Hamsterrad. Andere selbst verwirklichen sich selbst, gehen in ihrer Arbeit auf. Du merkst, sie sind wie im Hamsterrad und sie rennen und du merkst, da ist einer dahinter, der möchte dich kaputt machen und der möchte dich nicht zur Ruhe kommen lassen. Und wir alle sind letztendlich, alle in dieser Welt sind in diesem Ägypten. Das Problem ist, von uns aus kommen wir da nicht raus. Ein Israelit ist damals nicht aufgestanden und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Knechtschaft, ich verschwinde jetzt einfach, geht nicht. Du brauchst jemand, der holt dich da raus. Und das ist letztendlich in Vers 2, da fängt es an. Es gibt eine Hoffnung, nicht nur für damals, sondern auch für uns heute. In Vers 2 lesen wir, er spricht jetzt Gott zu Aaron und Mose in Ägypten und er sagt jetzt, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Hier spricht Gott nun von einem Neuanfang für die Israeliten. Er sagt, was ganz unglaublich ist eigentlich, er sagt, für euch Israeliten, ihr sollt euch einen neuen Monatsanfang machen. Also etwas, da kommt ja keiner auf die Idee. Du stehst ja nicht einfach auf und sagst heute, wir haben, was haben wir, Juli, wir gehen heute zurück in den Januar. Geht ja nicht. Aber wenn Gott eingreift und sagt, ab heute ist für euch eine neue Zeitzählung, dann kann Gott das machen. Damals war es für Ägypten der 7. Monat, so wie uns, bei uns heute. Und jetzt sagt er auf einmal,
Neuanfang. Ich greife bei euch ein, und zwar radikal. Siehst du, das ist etwas Gewaltiges. Der Mensch ist gefangen in Sünde, er kann sich nicht befreien. Aber auch die Ängste und Sorgen sind es. Weiß nicht, ob du das Hass oder deinen Charakter, der dich umtreibt. Manchmal kommst du das selbst nicht raus. Kommst nicht. Aber wenn Gott eingreift mit seiner Gewalt und Allmacht, dann macht er auf einmal, wenn er möchte, alles neu. Und ich denke, das ist eine wunderbare, frohe Botschaft. Er zeigt den Weg der Befreiung. Er macht einfach einen Neuanfang. Und wie das aussieht, und das ist jetzt der Hauptteil, das zeigt er uns in Vers 3 bis 5. Nämlich, was ist eigentlich zur Befreiung notwendig? Welches Handwerkszeug braucht man? Und da lese ich Vers 3. Da sagt jetzt Gott, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Jetzt wird Gott schon spezifischer. Befreiung für Israel, Neuanfang, aber dafür bedarf es etwas. Und was sagt er hier jetzt? Befreiung ist möglich da, wo ein Lamm ist. Und er sagt, dieses Lamm, das nötig ist, sollt ihr am 10. Tag nehmen. Wisst ihr, das Wort Gottes ist gewaltig. Gott spricht so exakt in seinem Wort, dass er sogar die Zahlen, die er benutzt sie, um uns etwas durch Zahlen zu sagen. Ich möchte gleich sagen, das ist keine Lehre, aber das ist eine Beobachtung in der Schrift. Ja, ihr habt das wirklich gehört, ihr habt das geprüft und es ist wirklich eine Tatsache. Er sagt, am 10. Tag sollst du dieses Lamm nehmen. In der Bibel ist 5 die Zahl der Verantwortung. Siehst du zum Beispiel an den 5 Talenten, die man bekommt, damit wolltest du was tun, an den 5 Fingern, damit sollst du, oder an den 5 Füßen, 5 Füße hast du nicht, 5 Zehen, mit denen sollst du verantwortlich wandeln. Das heißt, 5 ist die Zahl der Verantwortung. Sie ist aber auch die Zahl der Gnade. Wir haben zum Beispiel 5 Opfer, in denen Gott oder der Mensch sich Gott nahen konnte. Friedensopfer, Speisopfer, Trankopfer, Brandopfer, Schuld- und Sündopfer. Diese 5. Jetzt siehst du hier, am 10. Tag soll sich der Israelit ein Lamm nehmen. Das heißt, dort geschieht Gnade, 5 plus 5, aber der Mensch ist auch verantwortlich, dieses Lamm zu nehmen. Also Gott schafft einen Weg, 5 plus 5 die Verantwortung des Menschen, und dann kann auf einmal ein Neuanfang geschehen. Und das ist was Wunderbares. Dieses Lamm musste nicht nur genommen werden, sondern es musste auch ein Lamm sein, das makellos sein sollte, einjährig und männlich. Und jetzt, wer ist das im Neuen Testament? Wer ist dieses Lamm, das makellos ist? In 1. Petrus 1, 19 lesen wir, und jetzt geht es wieder um die Befreiung. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als ein makelloses und befleckten Lammes. Als Johannes den Jesus auf sich zukommen sieht, da sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt hinwegnimmt. Das seht ihr, jetzt, die Bibel ist so exakt, sie sagt jetzt im Neuen Testament, Befreiung ist da möglich, wo das Lamm Gottes ist. Und wer ist das Lamm Gottes? Da, wo Jesus ist. Seht ihr, und jetzt ist es, wo gehen die Menschen heute hin mit ihren Sorgen, Ängsten, Nöten? Sie gehen überall hin, nur nicht da, wo sie Befreiung empfinden. Ja, sie gehen zu Wahrsagern, sie gehen zu Gurus, sie gehen in Religionen, sie gehen ihren frommen Machenschaften nach, all das, und sie suchen irgendwo Friede. Aber wo ist Friede? Da, wo das Lamm Gottes ist, nämlich der Herr Jesus selbst. Und es gibt letztendlich in keinem anderen Namen das Heil, außer in Jesus. Nur da, beim Hirten, beim guten Hirten, gibt es Ruhe letztendlich. Wisst ihr, und das Gewaltige ist, du siehst, dieses Lamm, das geschlachtet werden soll und es Ruhe bringt, das ist nicht nur für einige Auserwählte, sondern es ist letztendlich in Vers 4, sehen wir, wenn aber das Haus zu klein ist, sagt er, für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn. Das heißt, das Lamm ist ausreichend sogar für deinen Nachbarn. Sinnbildlich, was sagt der Herr Jesus?
Er ist für die ganze Welt gestorben. Das ist was Wunderbares. Seht ihr, und das ist letztendlich unser Auftrag. Wir haben eine Botschaft diesen verlorenen und vergrämten, diesen geknechteten Menschen, haben nur eine Botschaft zu bringen, das Lamm Gottes. Das ist unser Auftrag. Sie brauchen letztendlich Jesus in ihrem Leben. Jetzt haben wir gesehen, wir leben in Ägypten, Gott möchte einen Neuanfang machen, er sagt, dazu ist ein Lamm nötig und jetzt wird er spezifischer. Jetzt, wie ist es anzuwenden? Es reicht ja nicht, wenn wir einfach nur wissen, ein Lamm ist nötig. Jetzt lesen wir in Vers 6, da sagt er jetzt ganz spezifisch, was sollen wir tun? Er sagt, und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. 14, 7 ist die Zahl Gottes, 7 plus 7 ist die Vollzahl Gottes. Das heißt, wenn Gott sagt, dieses Lamm soll angewendet werden, dann gilt's. Der Herr Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, als Gott es geplant hatte. Das war kein Unfall. Als die Zeit erfüllt war, dann ging Jesus ans Kreuz. Und hier sehen wir es, als die Zeit erfüllt war, dann sollte das Lamm Gottes geschlachtet werden. Was muss ich tun, um Befreiung zu erlangen? Er sagt hier in Vers 6, du sollst es am 14. Tag nehmen und du sollst es schächten. Schächten ist nichts anderes als, du sollst es töten und du sollst das Blut fließen lassen. Und hier sehen wir auch wieder schattenbildlich dann fürs Neue Testament. Befreiung ist nur da möglich, wo Blut fließt. Hebräer 9, 22 sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und ohne Vergebung gibt es keine Befreiung, denn wir sind alle unter der Sklaverei der Sünde. Wisst ihr, die Menschen fragen sich manchmal, wie kommen wir da raus? Warum sind wir so geknechtet? Die Antwort ist, weil sie fern von Gott sind, weil sie keine Vergebung ihrer Sünden haben. Ihr seht letztendlich, es dreht sich alles nur um eine Person. Wenn du Befreiung haben möchtest, auch für diese Welt hier, es geht nur um eine Person, um Jesus Christus allein. Ja? Und um das Blut. Und hier ist letztendlich das Drama. Da, wo das Blut, wisst ihr, jetzt sind wir zentral, da, wo das Blut geleugnet wird, da gibt es keine Befreiung. Da gibt es keine Heilung. Wisst ihr, das ist so, wie wenn du einem Lungenkranken sein Lungengerät wegnimmst. Das ist genauso, wie wenn du einem Zuckerkranken seine Insulinspritze wegnimmst. Und das ist das Drama, das wir heute haben, dass das Blut, das Sühnopfer Jesu geleugnet wird. Wisst ihr, und das ist nichts anderes als Gotteslästerung. Das ist nichts anderes als Gotteslästerung. Und da, wo Menschen aufstehen, die gebildete Theologie studiert haben und sagen, das ist heute alles nicht mehr möglich. Wisst ihr, Galater 1 sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Ich habe für diese Menschen, die eine andere Botschaft diesen verlorenen Schafen bringen als das Blut Christi, für die habe ich Sorge. Es geht nur um das Blut Jesu Christi. Aber dieses Blut muss jetzt auch angewendet werden. Ja? Und er sagt im Vers 7, dieses Blut, das müsst ihr nehmen und an die Türpfosten streichen, an die Oberschwellen der Häuser, in denen sie essen. Das heißt, das Blut, jetzt, wir sind wieder Befreiung, das Blut muss bestrichen werden. Das heißt, du musst es praktisch anwenden. Die Israeliten damals, die mussten einen Isop-Büschel, das war so ein Strauch, das mussten die in das Blut nehmen und die Türpfosten bestreichen. Und was geschah dann? Der Würgeengel ging vorbei. Also das heißt, Befreiung war da. Wisst ihr, theoretisches Geschichtswissen allein über Jesus bringt dir überhaupt nichts. Und das ist auch etwas, die Lehre der Allversöhnung ist letztendlich eine absolute Irrlehre. Das Blut muss von jedem Einzelnen, der Vergebung haben möchte und Befreiung, er muss selbst bestreichen. Ein Insulinkranker muss die Spritze setzen, sonst passiert nichts. Das ist die Frage für uns am heutigen Abend. Und wenn ich so durch die Reihen schaue, dann sehe ich es positiv. Hast du dieses Blut persönlich angewandt? Nicht, ob du das weißt, dass Jesus gestorben ist, sondern hast du persönlich im Glauben angenommen, dass er für deine Schuld gestorben ist? Wir kommen zum Ende.
Ich möchte jetzt noch vier praktische Punkte nennen, wie dieses Opfer ganz praktisch zur Anwendung kommt. Ja, wir wissen jetzt alles, was nötig ist, das Lamm ist nötig, aber was ist jetzt notwendig, dass ich praktisch tun muss? Und in Vers 8, da sagt er im Schattenbild, was soll der Gläubige nun tun? Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Das heißt, wenn du Befreiung möchtest, dann musst du das Erste, was du machen möchtest, hier ist, du musst das Fleisch essen, das am Feuer gebraten wurde. Was sagte Herr Jesus einmal im Neuen Testament? Er sagt, wenn ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann habt ihr ewiges Leben. Das meint er natürlich auch im sinnbildlichen Aspekt. Aber das ist entscheidend. Feuer. Er sagt hier, wir sollen es am Feuer essen. Feuer ist in der Bibel immer ein Zeichen für Gericht. Du musst das Fleisch essen, indem du verstanden hast, dass der Herr Jesus dort als Brandopfer vollständig am Kreuz verzehrt wurde. Und dass er alle Schuld getragen hat für dich. Er hat es vollkommen getragen. Das ist das Erste, was ich glauben muss. Er hat meine Schuld am Kreuz vollständig getragen. Er ist vollständig verzehrt worden. Dieses Fleisch muss ich essen. Das Zweite ist, was er hier sagt. Ich muss es mit ungesäuertem Brot essen. Was ist in der Bibel das Bild für Sauerteig? Das ist die Sünde. Das heißt, wenn ich zu diesem Lamm komme, dann muss ich bereit sein, mit der Sünde, die mich mir den Tod gebracht hat, radikal zu brechen. Ich muss sie wegwerfen. Das muss ich wollen. Wisst ihr, der Herr Jesus hat mir nichts zu sagen, da wo es nur heißt, einfach möchtest du Vergebung deiner Sünde und lebst so weiter wie bisher. Nein, du musst es mit ungesäuertem Brot essen, ohne Sauerteig. Wisst ihr, ich muss bereit sein, das zu tun, was der Herr Jesus letztendlich möchte. Ich möchte es mal ganz praktisch anwenden. Bruch mit der Sünde radikal. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass ein Gläubiger, der Jesus nachfolgt, unversöhnlich ist. Sei es mit der Welt oder sei es mit den Gläubigen. Im 1. Johannes heißt es einmal, wenn du dauernd mit deinen Brüdern oder Schwestern in Unfrieden lebst, dann lebst du in der Finsternis und weißt nicht, wohin du gehst. Das heißt, für einen Gläubigen darf das nicht sein. Ein Gläubiger schwätzt auch nicht mehr hinter dem Rücken anderer. Ja? Er tratscht nicht, er redet nicht, sondern wenn er was hat, dann geht er zwei Möglichkeiten. Er geht zu der Person selbst und klärt es, oder er trägt es wie der Herr Jesus und schweigt einfach. Aus unserem Mund soll nur noch das rauskommen, was zur Erbauung notwendig ist und zum Frieden und zum Segen anderer. Das heißt, ich muss bereit sein, mit der Sünde zu brechen. Und das Dritte ist, ich muss es mit bitteren Kräutern nehmen. Mit bitteren Kräutern. Bittere Kräuter ist ein Bild für den Schmerz über meine Sündhaftigkeit. Auch über den Schmerz, was mein Heiland dort am Kreuz getragen hat. Wisst ihr, wenn ich einfach so locker flockig komme und sage, ich möchte mal eben Vergebung mit Jesus, dann hat dir Gott überhaupt nichts zu sagen. Ich muss es mit bitteren Kräutern essen. Das Letzte, was er sagt in Vers 11 ist, das ist der letzte Punkt, oder er sagt hier, und so sollt ihr es essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen, eure Stäbe in euren Händen und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Die Bibel sagt, wenn du Befreiung haben möchtest, hier im letzten Punkt, dann musst du deine Füße gestiefelt haben und den Stab in der Hand und deine Lenden umgürtet. Das heißt mit anderen Worten, du musst bereit sein, Ägypten zu verlassen. Für uns heißt es, wir müssen bereit sein, dieser Welt gekreuzigt zu sein. Dem System dahinter möchte ich betonen, nicht diesem schönen Erdball, diesem System. Das heißt einmal, wer Freund dieser Welt sein möchte, der ist Feind mit Gott. Das heißt, ich muss bereit sein, zu kämpfen gegen die Welt und gegen Sünde. Wir kommen zum Schluss. Ich habe jetzt im Auto vor kurzem, der Rainer hat uns ja diese CDs gebrannt, ein Lied gehört. Ein altes Evangeliumslied. Da ging es um die Selbstverleugnung und um die Hingabe. Wisst ihr, das ist ja etwas, das hörst du in den neuen Liedern ja kaum noch.
Problem ist, das hören wir als Gläubige oder leben das. Wisst ihr, wenn ihr immer nur hört, alles ist gut und nichts mit Kampf, und da lebst du irgendwann auch so. Aber die Bibel geht davon aus, es ist letztendlich ein Kampf, ja, ein geistlicher Kampf. Und ich bin dafür, dass wir die alten Lieder wieder einführen, die alten Evangeliumslieder, gell? Weil da ist noch Substanz dahinter. Kommt zum Schluss. Der Anfangstenor war, Befreiung ist möglich, nicht nur von Sünde, sondern auch für unsere Nöte. Was heißt das jetzt praktisch, wenn du mit deinem Charakter zu kämpfen hast, wenn du mit Süchten zu kämpfen hast? Du machst das genau das Gleiche, was die Israeliten taten. Sie gingen zum Lamm, sie nahmen das Blut des Lammes in Anspruch, sie kamen zu ihm und sagen, Herr, hilf, befreie uns. Und wisst ihr, der Herr Jesus tut es. Ob er es gleich tut, ist nicht immer so, aber wir können drauf wetten, dass wenn wir zu ihm gehen, dann befreit er uns aus allen Ängsten, Sorgen und Nöten. Das war die Predigt über das Passahlamm, und wenn wir jetzt zum Abendmahl gehen, dann tun wir genau das. Wir gedenken an den Leib und an das Blut im sinnbildlichen Schattenbild, und das soll uns daran erinnern, er hat uns befreit. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch im Alten Testament in dieser gewaltigen Bildsprache zu uns redest, Herr. Und du hast uns befreit aus dieser Welt. Du hast uns ewiges Leben gegeben. Wir sind Hausgenossen Gottes, Herr. Wir haben alles. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen, Herr. Jetzt hilf uns auf dieser Welt auch so zu leben, Herr, dass wir befreit werden von unserem Ich, aber auch von unseren Sorgen, Ängsten und Nöten, Herr. Und da, wo jemand noch nicht dieses Passahlamm, dieses vollkommene Opfer angenommen hat, da bitte ich, Herr, rede du zu dem Herzen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.